Ist Kinderüberraschung in den USA eigentlich verboten? Heute erkläre ich nicht nur, warum Kinderüberraschung es trotzdem in den USA zu kaufen gibt, denn es ist ein sehr spannendes Thema. Denn verboten oder nicht verboten? Manchmal tun Amerikaner Dinge trotzdem, weil sie sich denken, das Gesetz macht so keinen Sinn. Und dann, wenn es getan wird, gibt es auch keinen Kläger, weil der sich dann auch denkt, das Gesetz macht keinen Sinn. Ich werde heute zusätzlich auch am Beispiel Kinderüberraschung ein wenig darüber diskutieren, wie in den USA also die Gesetze gehandhabt werden. Menschenverstand, also Common Sense, dem wird mehr gewichtet als zum Beispiel die reine Befolgung von Regelungen des Gesetzes willen. Ja, was so in Deutschland wie anders ist. Ja, dort ist eine Regel und dann muss man sich daran halten. Das sind also völlig verschiedene Kulturen. Richtig gehört, nur weil etwas nicht erlaubt ist, heißt das in den USA nicht sofort, dass es auch irgendeinen kümmern würde. Kinderüberraschung heißt hier in den USA Kinderjoy und so sieht das hier aus. Ja, und die bekommt man eben in jedem Grocery Store, also Supermarkt. Verboten ist nicht die Kinderüberraschung selbst. Es gibt also nicht das Grundgesetz hier, wo steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Kinderüberraschung ist verboten. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Sondern in dem amerikanischen Lebensmittelgesetz steht auf Seite 48 von 870, Sektion 402, Absatz 1d: The food shall be deemed to be adulterated if it's confectionery and has partially or completely embedded therein any non-nutritive object. Grob übersetzt heißt das, in Süßwaren dürfen sich keine Gegenstände befinden. Es heißt weiter auch im Gesetz, es sei, sie haben eine Funktion. Also ein Plastiklöffel ist in Ordnung, aber ein Plastikring nicht. Den Link zum Gesetz habe ich hier in der Beschreibung. Ich sag mal so, die Intelligenz einiger Lebensmittelindustriellen ist oft nur im Profit verankert, aber nicht unbedingt im Intellekt. Um Kinder zu motivieren, Süßigkeiten zu konsumieren, kennen die hier oft keine Grenzen. Murmeln in Schokokugeln zu verstecken. Sammle Murmeln mit jedem Kauf. Oder Plastikring in Schokoriegeln zu verstecken. Jetzt in jedem zweiten Schokoriegel einen Zauberring. Kann hier so die Industrie sich schon mal jeglichen Schabernack betreiben. Ohne Rücksicht auf Schluckgefahr. Vor allem in Müsli hat man in den 50er und 60er Jahren so kleine Spielsachen einfach reingeworfen, was jetzt nicht ein Paradebeispiel für Rücksicht, Hygiene oder Gefahrminimierung steht. Der Gesetzgeber hat daher so eine Regel vorgeschoben und gesagt, ey, ihr Pappnasen, ja, keine Sachen mehr in Süßigkeiten verstecken. So, schauen wir uns mal an, wie das hier also aussieht. Ganz knusprig. Das ist die weiße Schokolade und ein bisschen Knusperkeks. Eine kleine Nougatfüllung, ist nicht schlecht. Na gut. Da ist so Schokolade so ein bisschen drin. Das ist so ein bisschen, als würde ich Hanuta auslöffeln. Hanuta mit weißer Schokolade. Als fehlt mir die weiße Schokolade von der Kinderüberraschung in Deutschland und die kriege ich ja zu Genüge. Das ist so ein weiße Schokolade Overflow. Ich finde es gut. Es gibt nicht nur die, es gibt auch die hier und die hier und auch SpongeBob gibt es auch. Beim SpongeBob ist das drin. Oh, wie niedlich. Ein SpongeBob-Radiergummi. riecht gut, riecht nach Schokolade. Apropos Schluckgefahr. Man schmeckt nicht so gut. Wer ist denn dieser Hersteller? Es ist nicht Kinder. Das ist ein anderer. LPL Sweets. Das sind so andere Fake-Hersteller. Das sind also nicht die originale Kinderschokolade, wie das hier. Okay, weiter. Man sieht also zwei getrennte Fächer, aber dann frage ich mich, wieso kann man dann trotzdem auch diese hier kaufen? Denn wie man hier sieht, sind weiterhin Gegenstände in Lebensmitteln vorhanden und freikäuflich in den USA. Das ist die Kinderschokolade, die ich kenne. Wenn die verboten sind, warum kann ich die dann kaufen? Denn wie man sieht, sind hier weiterhin Gegenstände in Lebensmitteln vorhanden. Also habe ich weiter recherchiert. Irgendwie war mir das nicht koscher, denn eigentlich passt das so gar nicht in das amerikanische Denken. Denn eigentlich hätte das hier, auch wenn es nicht gesetzeskonform ist, kein Interesse. Wirklich, niemand hätte Ferrero deswegen angegriffen, denn hier besteht ja wirklich keine Schluckgefahr. Das muss ja jedem klar sein. Und selbst Amerikanern ist das klar. Und ich habe also weiter recherchiert und was finde ich? Es gab nie eine Beschwerde darüber, dass Kinderschokolade gegen das Gesetz verstößt, weil es einen Gegenstand in einem Lebensmittel hat. Nicht deswegen wurden Überraschungseier beanstandet.
Aber so steht es überall in der deutschen und in der internationalen Presse. Die Presse hat das nämlich falsch interpretiert und verkündet. Und bis heute wird das sogar in der englischen Wikipedia falsch dargelegt. Also nochmal, dass Spielzeug in der Schokolade versteckt ist und dass das gegen das eben genannte Lebensmittelgesetz verstößt, das war nie Thema. Die Behörde hier hätte sich niemals getraut, dagegen anzugehen, denn die wären in der Presse verrissen worden, weil die Anwendung des Gesetzes nicht den Grundgedanken des Verbots trägt. Also es wäre eine Anwendung des Gesetzes ohne Rücksicht auf deren Sinnhaftigkeit. Und das ist eines der wichtigsten Grundgesetze der amerikanischen Gesetze. Die Anwendung eines Gesetzes muss Rücksicht nehmen auf deren Sinnhaftigkeit. Ein typisches Phänomen von Jury-System. Das Volk entscheidet aufgrund von Sinnhaftigkeit, ob es richtig oder falsch war. Ein geschriebenes Gesetz alleine würde hier also noch lange keinen Grund liefern, es anwenden zu können. Bei vielen Vergehen geht die Behörde hier nicht vor. Die schauen oft, würde die Sache vor Gericht landen, würde die Jury denen einen Vogel zeigen oder voll zustimmen. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass die Jury sagt, die Behörde spinnt, würden die das schon gar nicht mal angehen. Ja? Kurzum, ein Gesetz anwenden des Anwendenwillens gilt hier also als Wahnsinn. Ja? Auch typisch amerikanisch, was ich auch in der amerikanischen Legislative übrigens viel angenehmer finde, als zum Beispiel woanders, wo es nicht so ist. Was ist wirklich passiert? Ja? Und die Geschichte ist ähnlich mit der angeblichen Klage gegen Red Bull, weil der angeblich keine Flügel verleiht, wie in der Werbung versprochen. Ja? Red Bull hatte ja in ihrer Werbung behauptet, das Getränk würde Konzentration und Reaktionsgeschwindigkeiten erhöhen. Darauf haben sich geldgierige Anwälte gestürzt, die eine Sammelklage in die Wege geleitet haben. Darin hieß es, es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis für diese Behauptung von Red Bull. Da ist was dran, ja? Man kann hier in den USA einem Lebensmittel oder ähnlichem keine medizinischen Fähigkeiten zusprechen, wenn sie nicht wissenschaftlich erwiesen sind. Daraufhin hat man sich außergerichtlich geeinigt, kurzum, Anwälte haben wieder ordentlich kassiert, ja, das hat Schlagzeilen gemacht. Doch in der Schlagzeile hieß es, Red Bull verleiht keine Flügel, Verbraucher klagen. Das mit den Flügeln war nur eine Anekdote, es ging in der Klage nicht um Flügel oder ums Fliegen. Aber die ganze Welt sprach vor einmal vor dem Gerücht, die skurrilsten Klagen. In Amerika verklagt ein Verbraucher Red Bull, weil er damit nicht fliegen konnte. Diese Gerüchte entstehen, Leute, wenn man nur die Headline liest. Headline-Gerüchte, ja? Also zurück zur Kinderüberraschung. Ich habe die Originalabschrift der Behörde im Archiv gefunden. Auch hier habt ihr den Link unten. Die gesamte Geschichte in 1997, da hat ein kleiner amerikanischer Importeur namens Kreiner Imports Incorporated ohne Erlaubnis von Ferrero einfach Kinderüberraschung in die USA importiert. Und zwar diese hier, diese klassischen Dinger aus Deutschland. Also auch so richtig mit deutscher Verpackung und allem, wie man es original aus Deutschland eben kauft. Er hat dann diese Sachen an die ganzen Supermärkte vertrieben, die ausländische Waren verkaufen. Zum Beispiel an Heinz Bavarian Bakery in Missouri oder German Specialties in Illinois. Das ist dann auf dem Tisch der US Consumer Product Safety Commission gelandet, der amerikanischen Behörde für Produktsicherheit. Die haben dann festgestellt, dass das Spielzeug in der Kinderüberraschung aufgrund ihrer Kleinteile eine Schluckgefahr für Kleinkinder bedeutet. Die haben so im Grunde ihre Aufgabe richtig gemacht, ja, aufgepasst und davon mitbekommen. Es ging denen gar nicht darum, dass ein Gegenstand in Lebensmitteln sei. Das Gesetz war denen völlig wurscht. Ja. Die waren nur besorgt, einige Spielzeuge haben Kleinteile, die eine Schluckgefahr bedeuten. That's it. In der Abschrift steht auch, die haben sich mit Kreiner Imports geeinigt. Ja. Keine Strafe, kein Gericht, keine Verbote, könnt ihr nachlesen. Also wie freundlich, ja, die das dann geregelt haben. Der Importeur hat freiwillig die Eier zurückgerufen von den Läden, nachdem mit der Behörde die dann gequatscht haben. So regelt man auch Sachen in den USA. Es geht um die Kinder und die Behörde ist hier, um alle Parteien sozusagen zu helfen. Die haben es einfach friedlich gelöst. Nun veröffentlicht die Behörde auf ihrer Website ja immer über ihre Arbeit. Damit alle wissen, die schlafen nicht nur, wie alle Beamten, ja. Die sind auch schon mal wach, ja, bis zu einer Stunde am Tag. Wird schon mal so im Wachzustand, da wird ja schon mal gearbeitet. Und über diese Arbeit schreiben die auf ihrer Website. So, kennt ihr den Witz? Treffen sich zwei Beamte am Gang, ja, fragt der eine den anderen. Kennt ihr den? Ja, schreibt mal in den Kommentaren, wer den Witz kennt. Ferrero hat sich aber auch eingeschaltet, übrigens. Die haben der Behörde sogar mitgeteilt, dass das ohne deren Erlaubnis ablief. Ja, die haben der Behörde einfach gesagt, hey, dieser kleine Import, mit denen haben wir nichts zu tun, übrigens. Und die Behörde dürfte
auch Ferreros Rufnummer in ihrer Meldung hinterlassen. Das hat Ferrero gesagt. Konsumenten können die Eier auch direkt an uns zurückschicken, haben die gesagt. Und wir erstatten denen das und dann gibt es auch ein kleines Geschenk von denen. Quasi, das ist unser Produkt, ja. Wenn das ein anderer Importeur da verbockt hat, ja, wir helfen auch. So, und damit war die Sache vorbei. Das Ganze ereignete sich zwischen März und August 1997. Ein relativ kleiner Fall, der eigentlich kaum beachtenswert ist. Als nächstes, wie sollte es anders sein? Die deutsche Presse berichtete als erster davon, dass das völlig verrückte und durchgeknallte USA nun sogar auch Kinderüberraschungen verboten hätte. Da hat wohl ein schlauer Journalist von der Boulevardpresse die Website der Behörde sozusagen immer im Blick. Die monitoren das, ja? Gierig am Warten, bis etwas kommt. Sensation. Und dann, viele der größten und renommiertesten Zeitschriften haben das dann nachgeplappert und ebenso falsch dargelegt. Selbst in Wikipedia ist das falsch dargelegt. Ich bin anscheinend der Einzige, der 870 Seiten durchblättert und auf der Originalquelle des CPSC-Beiträge aus 1997 herumkam. Dann gab es auch einen kleinen netten Blogger, ja, einen Kinderüberraschungsfan. Der hat dann eine Petition gestartet, weil er auch dachte, Kinderüberraschung sei verboten. Und das hat die Presse dann auch als Anlass genommen zu sagen, es gäbe jetzt eine Petition gegen dieses Verbot. Ja? Und so kam das dann bei den Menschen an. Hunderte Millionen Hunderte Millionen Bürger gehen auf die Straße, weil Kinderüberraschung nun auf der Verbotsliste des FBI steht. Und Menschen werden an der Grenze verhört und verhaftet, weil sie Schokolade für ihre Enkelkinder mitbringen. Denn die Nachricht ist von der deutschen Presse, ja, die ist von dort in die amerikanische Klatschpresse rübergeschwappt, die dann auch behaupten, jetzt Kinderüberraschungseier seien verboten worden. In der Zwischenzeit hat Ferrero selbst nur dann für den amerikanischen Markt das Kinderüberraschungsei eingeführt. Und das ist genau das, was ich euch gezeigt habe. Als Bonus haben sie sich dann wohl gedacht, auch wenn das nie gesetzlich ein Problem in den USA war, weißt du was, lass uns das auch getrennt positionieren. Ja? Also Schokolade und Ei, wer weiß, naja, kommen die gierigen Anwälte auch auf die Idee, uns zu verklagen. Und laut US-Gesetz soll man ja keine Gegenstände in Lebensmittel haben, auch wenn die Behörde nie etwas dagegen gesagt hat. Wir wollen auf der sicheren Seite sein. Und sowieso die Presse das ohnehin falsch verkündet hat, dass angeblich das der Grund gewesen sei, lass uns jetzt keinen neuen Wirbel drum starten. Deswegen gibt es in den USA Kinderjoy, ja, das eben so aussieht, was ich euch gezeigt habe. Aber für alle anderen Hersteller, die juckt es nicht und auch nicht die Behörde. Die verkaufen und importieren weiterhin Überraschungseier in diesem Format hier von anderen Herstellern. Das ist denen völlig wurscht. Was haben wir heute gelernt? Jetzt habe ich aber Lust auf Kinderüberraschung wieder. Was haben wir gelernt? Kinderüberraschungseier sind in den USA nicht verboten. Das Gesetz, dass Gegenstände nicht in Lebensmitteln sein dürfen, existiert. Sie wurde aber nie im Zusammenhang mit Kinderüberraschungseier von der Behörde beanstandet. Viele Journalisten plappern alles nur nach, was sie in anderen Quellen lesen, die nicht die Urquelle ist. Als ob ich das nicht schon wüsste. Die Menschen lieben sensationelle Schlagzeilen, vor allem wenn es darum geht zu zeigen, wie crazy USA ist. Gar keine Frage, ja, viele crazy Sachen in den USA. Und darüber kann ich euch noch und noch Löcher erzählen. Aber Kinderüberraschungsei, na, das haben wir ja nun mal heute geklärt. Noch ganz zum Schluss, das ist ganz wichtig, bringt trotzdem keine Kinderüberraschungsei in die USA aus Deutschland. Der Grenzbeamte liest auch die Klatschpresse. Und er kann glauben, das sei nicht erlaubt. Wenn du kein Amerikaner bist, ja, kann der dich auch ohne Grund wieder nach Deutschland zurückschicken. Und ich glaube nicht, dass ihn dann mein Video interessiert. Ja, so ist letzten Endes das auch in den USA verbreitet, es sei verboten. Ja, und trotzdem kann man es nicht kaufen. Das Thema war übrigens eines der aufwendigsten Themen, die ich betrieben habe, die Recherchen. Und wie es sich gehört, habe ich viele der Primärquellen unten in meiner Beschreibung aufgeführt. Bis bald.